Als sich die Nomaden der Steppe vor mehr als 5000 Jahren zum ersten Mal auf die Rücken wilder Pferde schwangen, stand ihnen die ganze Welt zur Eroberung offen. Der berühmteste Krieger unter ihnen, Genghis Khan, schuf das größte Imperium der Geschichte. Selbst heute noch gilt er vielen als rücksichtsloser Barbar, der seinen Terror bis nach Europa trug. Wer waren die Nomaden aber wirklich? Jene Menschen, die dem Rest der Welt das Pferd brachten. Und was können wir heute noch von ihrer Lebensweise lernen? Um das herauszufinden, gab es für den Australier Tim Cope nur eine Möglichkeit. Die 10.000 Kilometer von der Mongolei bis nach Ungarn selbst anzugehen. Mit drei Pferden und einem Hund. Unter Bedingungen, wie sie auf diesem Planeten extremer kaum sein können. Der plötzliche Tod seines Vaters jedoch lässt ihn beinahe aufgeben. Findet er wieder genügend Kraft und Motivation, um weiterzumachen? Der schwierigste Teil seiner Reise liegt nämlich noch vor ihm. Bisher gab es wenig Regen unterwegs. Jetzt wird anscheinend alles nachgeholt. Soeben bin ich am Fuße der Karpaten angekommen. Wenn es hier schon so aussieht, wie soll es dann erst da oben sein? Nach der Steppe ist das eine ganz andere Welt. Tim hat in etwas mehr als 3 Jahren 9000 Kilometer durch die große eurasische Steppe zurückgelegt. Von der Mongolei durch Kasachstan, Russland, die Halbinsel Krim und die Ukraine. Jetzt muss er die Karpaten überqueren, die höchste Gebirgskette in Osteuropa. Die Aufgabe wird nicht einfach. Noch immer trauert Tim über den Verlust seines Vaters. Die Tiere aber bringen mich immer wieder auf andere Gedanken. Sie sind meine Familie geworden. Geht's mir schlecht, brauche ich nur in Tigons Augen zu schauen und weiß, alles ist in Ordnung. Ogonjok habe ich jetzt 2,5 Jahre. Er ist ein starkes und sanftes Pferd, aber so empfindlich, dass er vor seinem eigenen Furz erschrecken und durchgehen würde. Kok ist noch ein Teenager. Er findet seine Beine, muss sie aber immer erst sortieren und ist etwas ungeschickt. Zum Glück habe ich Taskunir, mein Leitpferd, seit der Mongolei. Er ist der Senior und weiß die anderen Pferde schon mal zurecht, wenn sie aus der Reihe tanzen. Immer wenn ich mal wieder an meine Grenzen komme, muss ich mich daran erinnern, warum ich eigentlich hier bin. Ich wollte unter denselben Bedingungen reisen wie früher auch die Nomaden auf ihren Zügen nach Europa. Die mongolischen Krieger glaubten, dass alle spirituellen Pfade dem ewig blauen Himmel entsprangen und sich dann auf der Erde ausbreiteten. In einem Moment großer Krise richtete der junge Genghis Khan seine Gebete an den Berg und der Berg gab ihm Kraft. Und die brauchen Tim und seine Pferde jetzt auch. Schon die Überquerung des ersten Höhenzugs der Karpaten ist eine echte Herausforderung. Den Hang schlitterten wir mehr oder weniger hinunter. Unten im Tal schien es, als hätte sich eine ganz andere Welt geöffnet. Vor uns lag die Heimat der Huzulen, eines Bergvolkes, das sich über Jahrhunderte seine Eigenständigkeit bewahrt hat. Im Zweiten Weltkrieg kämpften die Huzulen sowohl gegen die Russen als auch gegen die Deutschen. Und irgendwie haben sie es sogar unter dem Sowjetregime geschafft, ihre Identität, Kultur und Traditionen zu bewahren. Michal ist der letzte Huzule, der noch Dudelsäcke herstellt. Wie bei den Menschen der Steppe spielt auch im Leben der Huzulen das Pferd eine tragende Rolle.
Ihre Tiere sind Nachfahren jener Pferde, die die Mongolen bei ihrem Rückzug aus Europa zurückließen. Diese schwarze Linie auf ihrem Rücken stammt vom Tarpan, einem heute ausgestorbenen Wildpferd. Der Sattel hier gleicht aufs Haar denen, die ich vor 3 Jahren in der Mongolei gesehen habe. Vielleicht haben wir hier in den Karpaten eines der letzten Vermächtnisse der Mongolen in Europa vor uns. Ich ritt runter in das Dorf Krevorevnja. Dort traf ich einen wahren Hünen, Ivan. Er sah ein bisschen wie Jesus aus. Ich spreche Russisch und verstehe langsam auch etwas Ukrainisch. Die nächste Woche durfte ich bei Ivans Familie wohnen. Er erzählt mir, dass er früher Bergsteiger war. Auf einer Klettertour in Zentralasien passierte etwas Ungewöhnliches. Als er den Berggipfel erreicht hatte, wollte er immer noch höher und höher steigen. Das war der Moment, so sagt er, in dem er den Glauben zu Gott fand. Die Kirche ist wirklich das Herz dieser Gemeinschaft. Je näher ich die Menschen hier kennenlerne, desto mehr entdecke ich bei ihnen Spuren der alten Nomadenkultur. Sie verhehlen nicht, dass in ihren Adern eine Menge mongolisches Blut fließt. Manchmal deuten sie auf jemanden und meinen, sie hat bestimmt einen mongolischen Vater. Sieht man an den Augen. Das ist heiliges Wasser. Sie ist die Tochter meiner Schwester. Das ist für dich und deinen Freund. Nimm es. Tim scheint von Ivans Nichte Irina sehr angetan. Die Pferde sind meine Freunde geworden. Er ist der Sensibelste. Zuerst hatte ich ziemliche Angst vor ihnen. Seit ich sie aber etwas besser verstehe und weiß, warum ein Pferd macht, was es macht, habe ich keine Angst mehr. Es liegt einfach in ihrer Natur. Aber das musste ich erst mal kapieren. Es wird für mich schwer werden, ohne Pferde zu leben. Ich werde sie bestimmt sehr vermissen. Willst du mal reiten? Ein bisschen später. Ich finde es immer inspirierend, mich mit Kindern und Jugendlichen zu unterhalten. Bitte begrüßt Tim. Tigon ist ein großer Junge geworden. Er hat sogar schon Kinder. In Russland hat er seine große Liebe gefunden. Und ich darf jetzt für ihn die Alimente zahlen. Diese Kinder führen ein Leben nah an der Natur. Das sehe ich an ihren glücklichen Gesichtern. Sie sind frei, kennen keine Zäune oder Grenzen und können ihre ganze Kindheit über in den Bergen spielen. Diese Berge sind auch für Ivan jeden Winter Ziel einer langen Wanderung, die 2-3 Wochen dauert. Er läuft dann barfuß, selbst im Schnee. Teil seiner Aufgabe als Geistlicher ist es, jeden einzelnen Menschen in seiner Gemeinde zu besuchen. Durch meine Wanderung kann ich mit jedem in Kontakt bleiben, kenne jedes der 600 Häuser in meinem Bezirk und weiß von jedem Problem. Außerdem muss Ivan jeden Bach, jedes Rinnsal segnen. Sein Glaube an Gott ist direkt verbunden mit dem Glauben an seine eigene Kultur und sein Land. Ein Wolf. Da läuft ein Wolf. Die Nomaden glauben, einen Wolf zu sehen, bringt sehr viel Glück. Die Legende besagt, als Gott das Land verteilte, kamen die Huzulen zu spät und erhielten nur, was übrig war. Berge mit kargem Boden und rauem Klima. Zum Ausgleich gab ihnen Gott unglaubliche handwerkliche Fähigkeiten und Kreativität. Vasil zum Beispiel, heute 84, stellt traditionelle, fein dekorierte Hüte her, seit er 16 ist. Etwa 100 sind's alle 6 Monate und jeder von ihnen ist ein Einzelstück. Ich habe das Gefühl, dass die farbenfrohen Trachten der Huzulen mehr sind als bloßer Schmuck.
Sie sind Symbol für eine Lebensweise, die sie von ihren Ahnen ererbt haben. Vasil zeigt mir auch seinen Sarg, den er selbst gezimmert hat. Jeder hier in den Karpaten macht das, wenn er so um die 40 ist. Innen bewahrt er seine besten Kleider auf, denn die will er tragen, wenn er diese Welt einmal verlassen wird. Da. Frühling kommen die halbnomadisch lebenden Huzulen zu einem großen Fest zusammen. Gefeiert wird der alljährliche Umzug auf die Hochebenen der Polonina, eine Reise, die auch Tim am nächsten Tag antreten wird. Der Provinzgouverneur persönlich nimmt mich unter seine Fittiche und führt mich herum. Jeder der Stände repräsentiert ein anderes Huzulendorf. An jedem der etwa 30 Stände geben sie uns Wodka. Keine Ahnung, wie der Gouverneur am Ende noch gerade stehen will. Ich kann's jetzt kaum noch. Die Huzulen sind so stolz auf ihre Kultur und ihre Vergangenheit. Dieses Fest dient dazu, dass alle zusammenkommen und ist ein Zeichen purer Lebensfreude. Bei Mischa, dem örtlichen Hufschmied, lässt Tim seinen Pferden für die Bergüberquerung spezielle Wintereisen anfertigen. Cock hat an den Hinterhufen noch nie Eisen getragen. Er wehrt sich. Mir gehen aber langsam Zeit und Geduld aus. Also wird er hinten nicht beschlagen. Am wichtigsten sind die Eisen vorn, damit er durch die Berge kommt. Als ich das erste Mal von dir hörte, hielt ich dich für ein bisschen komisch. Es ist schon etwas schräg, wenn einer seit 3 Jahren durch die Gegend reist. Jetzt, wo ich dich etwas näher kenne, weiß ich, dass du nicht komisch bist. Du bist mutig. Du bist einfach ein mutiger Mann. Vielen Dank. Für einen kurzen Moment war ich Teil deines Lebens und du Teil von meinem. Ich wäre gern länger in Krivorevnja geblieben. Wir beide mochten uns wirklich. Die Einheimischen wissen um die Gefahren, die auf dem Weg zu den Hochebenen der Polonina lauern und wie unberechenbar das Wetter dort oben ist. Deshalb segnet Ivan bei unserer Abreise die Pferde und auch Tigon. Zum Abschied sagte Ivan zu mir, möge dir Gott Kraft geben. Wir wünschen ihm auf seiner Reise viel Glück, schönes Wetter und gute und interessante Gesprächspartner. Alles Gute von uns hier in Krivorivnja. Ich habe meine Motivation wiedergefunden und merke, dieses Nomadenleben scheint für mich wirklich das Richtige zu sein. Tim muss jetzt noch die Hauptkämme der Karpaten überwinden, um zu seinem Endziel nach Ungarn zu gelangen. Die Gegend ist berüchtigt für ihre schweren Gewitter. Außerdem ist mit Eis und Schnee zu rechnen. Seit ich meine Reise begann, habe ich diese Berge gefürchtet. Jetzt ist es Zeit, sie anzugehen. Seit Jahrhunderten haben die Menschen diesen Pfad benutzt, um auf die Bergweiden der Polonina zu gelangen. Wenig später traf ich auf eine Familie, die ebenfalls zu den Hochalmen zog. Die Männer waren immer noch betrunken vom Besäufnis des Vorabends. Sie verlangten, dass ich ihnen Pferde gebe. Aggressiver Kerl.
Sie meinten, weil ich kein Huzule sei, würden sie mich umbringen. So wie es ihre Vorfahren mit den Russen und den Nazis gemacht hätten. Ich bleibe auf Abstand und kann nicht glauben, wie sie ihre armen Pferde behandeln. Sie warten noch auf ein weiteres Pferd. Mal sehen, ob sie den Karren hochkriegen. Eine verdammt harte Nummer. Auf halber Strecke durch den Wald trifft sich Tim mit zwei einheimischen Bergsteigern, Juri und Grigori. Die beiden wollen ihm helfen, mit seinen Pferden über die Berge zu kommen. Endlich konnten wir den Wald hinter uns lassen. Die Familie mit dem Karren hat es auch irgendwie bis hier oben geschafft. Wir nähern uns jetzt dem höchsten Berg der Ukraine. Von dort wollen wir den Kamm überqueren in über 2000 Meter Höhe. Für die Pferde wird es extrem hart. Hier oben ist ständig mit heftigen Gewittern zu rechnen. Im Sommer zuvor wurden genau an dieser Stelle zwei Jungen vom Blitz erschlagen. Die Nomaden haben mich gelehrt, alles zu nehmen, wie es kommt. Das Gute wie das Schlechte. Aber wie sagen sie so schön? Vertraue in Gott, aber binde dein Kamel trotzdem gut fest. Dieser alte Stein markierte die Grenze zwischen Polen und der Tschechoslowakei. Seit Jahrtausenden zogen hier die verschiedensten Völker durch. Die Mongolen zum Beispiel auf ihrem Weg nach Ungarn im 14. Jahrhundert. Die Armeen der sesshaften Völker von Europa galt es zu schlagen und der mongolische Krieger machte sich fertig für den entscheidenden Kampf. Auf und neben dem Schlachtfeld war es ihm verboten, von Tod, Verletzung oder Niederlage zu sprechen. Jeder mongolische Soldat hatte mit der Annahme zu leben, dass er als Krieger unsterblich sei. Nach fünftägigem Anstieg muss Tim jetzt den höchsten Kamm überqueren. Es ist jedoch äußerst schwierig, einen Durchlass zu finden. Ein falscher Schritt und wir stürzen alle ab. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Ist wirklich riskant. Hier ist es einfach zu gefährlich. Eben wäre ich beinahe selbst abgerutscht. Vermutlich müssen wir es hintenrum versuchen. Schließlich finden sie einen Weg über den Kamm. Auf der anderen Seite sieht es jedoch nicht viel besser aus. Der junge Kock, der keine Wintereisen an den Hinterhufen trägt, ist jetzt am meisten gefährdet. Ich kann kaum nach unten sehen, um ehrlich zu sein. Kork ist einfach noch so jung und ungeschickt. Bei Taskunir kann ich mich darauf verlassen, dass er trittsicher ist. Orgon Jok ist nicht viel besser als Kork. Er ist aufgeregt und kann jeden Moment etwas Unerwartetes tun. Kork ist da hinten auf einem Stein ausgerutscht. Ich muss höllisch aufpassen. Aber nicht nur um die Pferde muss Tim sich Sorgen machen. Tegen!
Er ist öfter mal weg, aber normalerweise kommt er wieder. Tigern! Tigern ist ein Tasi. Die Hunde dieser Rasse sind in Kasachstan bekannt dafür, dass sie keine Angst vor Wölfen haben. Gerade das besorgt mich am meisten. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viel er mir bedeutet. Er ist einfach mein bester Freund geworden. Den höchsten Pass hatten wir hinter uns. Zeit, von Juri und Grigori Abschied zu nehmen. Ich bin wieder allein. Vor mir liegen riesige, menschenleere Hochebenen. Die wahre Polonina. Tigern freut sich ungemein, dass er die Führung übernehmen darf. Ich bin mächtig stolz auf ihn. Er ist erwachsen geworden. Ein richtiger Hund eben. Er lässt sich von niemandem mehr etwas gefallen. Die Auseinandersetzung beendet Tigern als Sieger. Dennoch geht es ihm plötzlich schlecht. Er hat große Schmerzen, wenn er pinkeln muss. Und jetzt übergibt er sich. Keine Ahnung, was er hat. Wir sind gerade auf der Polonina angekommen. Dort wurden eben die Schafe gemolken. Ein Paradies. Die Huzulen kommen im Sommer hier hoch und wohnen dann in dieser Hütte. Sie stellen hier Brinsenkäse her, einen Frischkäse, der ganz leicht wie Parmesan schmeckt. Gegessen wird er mit Haferbrei, Brot, Wodka. Besser geht's nicht. Ich zeltete neben einer Gruppe von Jungen. Sie waren hier oben, um die 400 Schafe zu melken und sie vor Wölfen und Bären zu beschützen. Verblüffend, dass diese Hirtenjungen schon so viel Verantwortung tragen. Sie müssen in winzigen Verschlägen schlafen, die rund um die Weiden verteilt sind. Sie bewachen die Schafe 24 Stunden am Tag. Verlieren sie nur ein Tier, verlieren sie vielleicht den Lohn des ganzen Sommers. Dreimal am Tag werden die 400 Schafe gemolken. Morgens um 4, mittags und nochmal abends. Überall in der Steppe leben die Nomaden den Sommer über von Milch. Hab mich angespritzt. Tigern hat nichts gefressen. Ihm geht's nicht gut. Hoffentlich frisst er heute noch irgendwann. Was ist mit dir, Tigern? Geht es Tigern schlecht, leide auch ich. Das Schlimmste ist, wenn du in einem Dorf ankommst und die Leute dich als erstes fragen, was machen deine Eltern? Was denkt dein Vater über deine Reise? Ich muss dann immer irgendwelche Geschichten erzählen. Unfassbar. Tigern hat noch immer nichts gefressen, aber zumindest ist er auf den Beinen. Manchmal scheint der Horizont so fern. Und man wünscht einfach nur, dass das Ganze mal ein Ende hat. Und bisweilen braucht man auch einige Schluck Wodka, damit die Welt um einen herum wieder Sinn macht.
Diese Erfahrung habe ich jedenfalls in Russland gemacht. Beim Wodka-Trinken bekommt man schnell Kontakt. Besonders, weil er für die Leute fast etwas Heiliges hat. Sie glauben, man muss immer mindestens 3 Glas trinken. Das war Nummer 5, mittags. Und eine geöffnete Flasche muss immer geleert werden. Sie meinen, das reicht bis zum Abendessen, dann gibt's noch ein paar. Obwohl ich sonst Nein zu Wodka sage, ist es bei der richtigen Gesellschaft besser, einfach nachzugeben. Glück und Zufriedenheit für dich, auf dass du ein richtiger Mann wirst. Du weißt, was ich meine. Jetzt ist Tigon dran. Ihr bekommt eine Mischung aus Hühnerknochen, Mais und Sahne, Öl und Sauermilch. Und ich gebe ihm noch einen Spritzer Wodka dazu. Ich hatte zu viele Wodkas. Der Schnaps hat Tigon wieder auf die Beine gebracht. Und auch mir hat er geholfen. Ich habe das Gefühl, ich verliere mich ein bisschen und manchmal ist das gar nicht so schlecht. Einfach mal die Zügel loslassen und sehen, wohin die Reise führt. Momentan habe ich übrigens nicht die blasseste Idee, wo ich bin. Die haben keine Ahnung von Karten. Gewöhnlich muss ich mir meinen Weg selbst suchen. Auch Taskunir wird etwas ungeduldig mit den Einheimischen. Weißt du, welcher Berg das dort ist? Nein, weiß der Teufel. Niemand kennt hier den Weg. Hinter dem Kamm da hinten ist eine Wiese, dann eine zweite und dann eine dritte. Vorher war ich schlauer, glaube ich. An der alten Hütte, immer geradeaus. Auch Taskunir hatte für den Tag genug. Manche Leute fragen, ob ich mich einsam fühle unterwegs. Meine Freunde und Familie vermisse ich ziemlich oft. Bin ich aber allein draußen, nur mit den Pferden und dem Hund, und finde solch einen Platz zum Zelten, dann geht's mir gut. Und ich freue mich richtig. Mir wird bewusst, dies ist die letzte Zeit, die ich allein in der Wildnis verbringen werde, nur mit den Tieren. Was willst du? Was willst du mir sagen? Für einen Mongolen, der es bis hierher geschafft hatte, muss es faszinierend gewesen sein, die Karpaten, diese letzte Hürde, auch noch zu nehmen. Vor ihm lag die ungarische Tiefebene, Europa. Morgen reite ich auch dort runter und mir graut etwas vor dem, was mich da erwartet. Die Karpaten hat Tim überwunden. Vor ihm liegt aber schon eine neue Herausforderung. Wiedereintritt in eine sesshafte Gesellschaft. Mehr als 3 Jahre war ich in der Steppe unterwegs und weiß nicht, ob ich in die Welt dort unten noch passe. Der erste Stacheldrahtzaun, den ich sehe, hässlich. Die Sense ist ein Symbol für die sesshafte Welt. Bei ihrem Anblick müssen die Nomaden geglaubt haben, die Leute hier seien verrückt.
Sie dachten sicherlich, warum jeden Tag stundenlang in der Hitze Gras mähen und dann zum Stall tragen, wenn es doch viel einfacher ist, die Tiere von Weide zu Weide ziehen zu lassen. Hier sehe ich mehr Heu als auf meiner Reise je zuvor, aber alles eingezäunt. Abgeben, so sagen die Bauern, können sie mir nichts. Ein ukrainisches Sprichwort sagt viel über die Mentalität der Sesshaften. Was außerhalb meines Hauses passiert, interessiert mich nicht. Da oben kannst du deine Pferde grasen lassen. Ich spüre sofort, hier herrschen andere Gesetze. Noch sind es 60 Kilometer bis Ungarn. Irgendwie muss ich meine Pferde über die Grenze bringen. Das könnte die größte Herausforderung von allen werden. Da unten liegt Ungarn. Es ist komisch. Von diesem Moment habe ich während meiner ganzen Reise geträumt und jetzt ist er schon vorbei. Zur Grenze hat es Tim geschafft. Noch aber ist er nicht durch. 6 Wochen wird er aufgehalten. Die Behörden streiten darüber, ob er die richtigen Papiere hat, um mit den Tieren in die EU einzureisen. Als er auf die Grenze zureitet, ist er immer noch nicht sicher, ob er die Pferde mitnehmen darf. Ich bin total nervös. Das Schlimmste wäre, wenn sie meine Pferde konfiszierten. Nicht filmen. Dieses Geräusch ist Musik in meinen Ohren. Timothy John Cope. Sie müssen noch alle Papiere unterschreiben. Dann dürfen Sie einreisen. Nach wochenlangem Hin und Her wird Tim endlich in Ungarn willkommen geheißen. Ganz anders die Situation vor 8 Jahrhunderten, als die Mongolen ins Land einfielen. Sie brachten Tod und Verderben. Nahezu 100.000 Soldaten verloren durch die Hand der Eroberer das Leben, was ihnen den Ruf der erbarmungslosen Barbaren einbrachte. Obwohl Tim auf den Spuren der einstigen Invasoren reist, wird er in Ungarn freudig begrüßt. Das Land ist stolz auf seine eigenen nomadischen Wurzeln. Willkommen in Tisadop. Tritt bitte ein. Wir sind in Ungarn. Wir haben es geschafft. Ich bin in ein Schloss eingeladen worden, das heute als Waisenhaus genutzt wird. Für eine Nacht kann man sowas mal genießen. Die Vorfahren der Ungarn, die Magyaren, waren selbst nomadische Krieger. Vor etwa 1000 Jahren, viele Generationen vor den Mongolen, wanderten sie vom Osten her ein und ließen sich hier nieder. In Ungarn hat sich eine einzigartige Sprache und eine sehr eigenständige Kultur erhalten, trotz Bedrohungen durch Einflüsse der modernen westlichen Welt. Zu meiner Überraschung wird in Ungarn sehr viel unternommen, um den Geist der Nomaden aufrechtzuerhalten. Dieser Park hier gehört zum Beispiel zum ungarischen Nationalerbe. In ihm soll der Genpool des wilden Steppenpferdes erhalten werden, der Rasse, von der alle heutigen Pferde in der Welt abstammen. Ich werde Lajos Kaschai vorgestellt. Er hat in Ungarn die Kunst des Schießens mit dem Reiterbogen wieder aufleben lassen. Sein ganzes Leben richtet er nach den Idealen der nomadischen Krieger aus und hat Tausende von Anhängern weltweit. Seine Kunstfertigkeit im Sattel ist einfach atemberaubend. 6 Pfeile kann er innerhalb von 12 Sekunden bei vollem Galopp abschießen und trifft dabei immer ins Ziel. Berittene Bogenschützen wie er waren Vorbild für die leichte Kavallerie, die später bei den europäischen Armeen Standard werden sollte. Anschließend treffe ich Peter Kuhn auf seinem Land. Er ist Professor für Anthropologie und spricht Kasachisch, Mongolisch und auch Englisch. Er arbeitet an der Uni und hat sich hier draußen seine eigene nomadische Welt geschaffen. In Hungary? In Ungarn werde ich von allen Leuten sehr verwöhnt.
Kumanen und Madjaren kamen auch aus dem Osten. Mit deiner Reise hast du unsere Kultur und Geschichte geehrt. Und deshalb ehren wir dich. Kennst du diesen Knoten? Das ist ein kumanischer Knoten. Und jeder Reiter in Ungarn benutzt ihn, um sein Pferd anzubinden. Kenne ich. Er wurde mir in der Mongolei beigebracht, schon am ersten Tag meines Trips. In Kasachstan, dann meinten sie, woher kennst du den Knoten? Das ist ein kasachischer Knoten. Und in Kalmykien, das ist ein kalmückischer. Stimmt nicht, der ist kumanisch. Alles klar. Dieser Knoten ist Symbol einer 5.500 Jahre dauernden Beziehung zwischen Mensch und Pferd, die sich in den unendlichen Weiten der Steppe entwickelt hat. In solch einer Jurte habe ich seit Kasachstan nicht mehr geschlafen. Mir kommt's vor, als hätte ich einen vollen Kreis geschlagen. Hier in Ungarn finde ich bestätigt, dass wir an der Lebensweisheit der Nomaden festhalten sollten. Ich werde bewahren, was ich gelernt habe. Peter Kuhn meinte irgendwann zu mir, ich spüre in deinem Herzen und deiner Seele bist du Nomade geworden. In dem Moment wurde mir klar, ich hab's getan. Ich habe mir das Fell des Wolfes übergestreift. Jetzt war ich bei den Nomaden zu Hause. Nach 1129 Tagen ist Tim nur noch einen Tagesritt von seinem endgültigen Ziel entfernt, der Donau. In den 3 Jahren habe ich solche Fesseln wie Termindruck oder Pläne abgeschüttelt und mich angepasst an das, was die Natur vorgibt. Zeit bemisst sich für mich viel mehr durch den Überfluss an Wasser oder den Mangel an Gras, an Hitze oder Kälte. Als ich aufbrach, war ich 26. In 5 Monaten werde ich 29. An der Donau hört die Steppe auf, damit auch die Welt der Nomaden und auch meine Reise. Hier verloren die Mongolen ihren Geschwindigkeitsvorteil und auch die Mobilität, die ihnen die Grassteppe bot. Die Welt der Flüsse, Wälder und bestellter Felder war nichts für sie. Ich stehe hier auf einem Kurgan. Diese uralten Grabhügel der Nomaden finden sich überall in Eurasien. Jenseits der Donau gibt es keinen einzigen. Einen Tag noch, Tigon. Morgen ist alles vorbei. Was es heißt, von der Mongolei bis hierher zu reisen, weiß einer ganz genau. Tigon. Auch er hat eine bemerkenswerte Reise hinter sich, hat alle Höhen und Tiefen miterlebt. Er wurde gestohlen und geschlagen und ist doppelt so viel gerannt wie ich. Überall auf dem Weg hat er sein Territorium markiert und niemand weiß, wie viel Nachkommen er zwischen der Mongolei und Ungarn gezeugt hat. Momentan ist er wohl der Hund mit dem größten Reich der Welt. Es umfasst die gesamte eurasische Steppe. Ich verdanke Tigon unheimlich viel. Ohne ihn hätte ich diese Reise auf den Spuren von Genghis Khan nie geschafft. 4 Kilometer entfernt in Opushtasa versammelt sich derweil ein Empfangskomitee. Hier wurde das Fürstentum Ungarn gegründet von Großfürst Apart, dem Führer der Magyaren, jenen Nomaden, die im 9. Jahrhundert aus Asien einwanderten. Noch 1 oder 2 Kilometer. Weder Tiger noch die Pferde wissen, dass dies der letzte Tag unserer Reise ist. Und ich glaube, ich habe es auch noch nicht so richtig kapiert. Tims epische Reise durch die Steppe hat internationales Medieninteresse geweckt. Regierungsvertreter der Mongolei, Kasachstans, Ungarns und auch Australiens sind angetreten, um Tim gebührend zu begrüßen. Ein Leben ohne die Pferde? Unvorstellbar. Dies ist mehr als nur eine Reise. Es ist mein Leben geworden.
Ich kann das Ende schon sehen, aber ich will da nicht hin. Hallo, Tim. Meine Mutter ist da. Auch mein Bruder John. So this trip was made by our nomad ancestors as well. And it's very good that you made it again. Ich habe es getan zu Ehren und in Anerkennung derer, die eine lange Zeit vor mir kamen. Die eigentlichen Helden dieser Reise sind meine Pferde. Ich habe lange überlegt, was ich nach meiner Ankunft mit ihnen mache. Ich schenke sie dem Waisenhaus in Tisadob. Der wahre Wert meines Trips liegt in den Hunderten von Freunden, die ich gewonnen habe. Es ist 3,5 Jahre her, als ein alter Mann in der Mongolei mir sagte, in der Steppe ist ein Mann ohne Freunde so dünn wie ein Finger. Ein Mann mit Freunden so groß wie die Steppe selbst. Ich weiß, jeder möchte wissen, wie es Tigon erging. Leider musste ich ihn in Ungarn zurücklassen, bis ich das Geld für ein Flugticket zusammen hatte, um ihn nachkommen zu lassen. 12 Monate habe ich ihn nicht gesehen, aber jetzt ist er in Australien. Inzwischen bin ich schon 2-mal wieder in der Mongolei gewesen, um Freunde zu treffen. Ob ich mich an das Leben zu Hause wieder gewöhnt habe? Ich arbeite dran.